Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Hannover Aktuell. Mein Name ist Elvan Zabun. Eine spektakuläre Nachricht erreichte uns soeben aus dem Rathaus. Die Stadt hat entschieden, die Kommunalwahlen abzuschaffen. Die Stadt begründet ihre Entscheidung damit, dass die letzte Wahl nur noch gut die Hälfte der Wahlberechtigten an der Wahl teilgenommen haben. Ja, die Nachricht stimmt. Der Rat hat beschlossen, dass die Wahl abgeschafft werden. Es ist einfach so teuer. Kaum einer geht zur Wahl. Es ist nicht mehr zeitgemäß und es kommt immer das Gleiche raus. Daher war die letzte Wahl die letzte Wahl. Vielen Dank für diese ersten Informationen. Die Abschaffung der Kommunalwahlen in Hannover ist ein brisantes Thema, das auch die Menschen auf den Straßen nicht kalt lässt. Wir haben ein Filmteam in die Innenstadt von Hannover geschickt und die Menschen gefragt, was sie denn davon halten, dass die Kommunalwahlen abgeschafft werden. Ja, willkommen im totalitären Staat, würde ich dazu sagen. Ja, also das wäre sinnlos, weil die Wahlen sind ja dafür da, dass die Partei gewählt wird, die dann wichtig für das Publikum, für das Volk ist. Ja, deswegen sind die Wahlen notwendig. Ich würde denken, dass das System nicht mehr funktioniert. Also wenn wir kein Recht mehr haben, unsere Meinung zu sagen und zu wählen, dann haben wir keine Chance mehr, irgendwo Einfluss zu nehmen als Bürger. Tja, was soll man denn dazu sagen? Wie soll denn das sonst funktionieren? Ich meine, es muss ja irgendwie was gewählt werden, damit irgendwie ein Vorsitz entsteht. Das geht nicht. Dann haben wir ja einen Einheitsbrei hier oder irgendwie. Das geht nicht. Nein. Was passiert hier? Was wäre denn die Alternative zu den Wahlen? Irgendwie müsste man ja trotzdem an Politik, dann wäre ja keine Demokratie mehr richtig vorhanden. Irgendwas müsste ja dann als Alternative gegeben sein. Man kann nicht einfach sagen, wir schaffen die Wahlen ab und das hat sich. Dann wäre es ja wieder eine Diktatur. Im Prinzip wäre es schlecht. Das würde mich fast nicht überraschen, aber es wäre nicht gut. Wäre nicht gut. Wäre wirklich nicht gut, weil dann könnten wir auch nicht mehr dazu beitragen so, und dann hätten wir auch nichts mehr dazu zu sagen. Irgendwie wäre das ja dann schon wieder so ein bisschen wie so eine Diktatur und so und dann... Schrecklich. Dann wäre es ja keine Demokratie mehr. Das wäre echt schrecklich, ja. Fände ich nicht so gut, weil die Wahlen sind ja dafür da, dass wir ein Bestimmungsrecht mithaben und das finde ich als Bürger schon recht wichtig. So sieht es also die Bevölkerung. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Wir haben die Wahlexpertin Sintes Schäfer in ihrem Büro dazu befragt. Ich bin völlig überrascht. Die Wahl soll abgeschafft werden. Wir Bürger und Bürgerinnen brauchen die Wahl, weil ohne die Wahl können wir nicht bestimmen, wer uns regieren darf und wer nicht. Viele Länder dürfen nicht wählen und die leiden darunter. Und wir haben diese Chance zu entscheiden, zu wählen. Und ohne diese Chance sind wir aufgeschmissen, kann ich mal so sagen. So, wir dürfen uns diese Chance nicht wegnehmen lassen. Das ist meine Meinung. Vielen Dank, Frau Schäfer, für Ihre fachliche Einschätzung. Soweit der aktuelle Stand zur Abschaffung der Kommunalwahlen in Hannover. Wir melden uns wieder, wenn wir neue Informationen haben. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Wiedersehen.